willkommen hier heute in der 103. Schön, dass wir dabei sein können bei der Nordstadt Session. Ja, wir waren letztes Jahr schon hier, auch zu dritt. Allerdings mit Kasi, den tragen wir heute im Herzen. Aber wir haben dafür die Lucy dabei. Und wunderbar, freue ich mich sehr. Da gibt es einige schöne Instrumente, die wir heute hören werden. Wir haben Schnubi mit dabei, auch an ganz vielen wunderbaren Instrumenten. Und ich bin Ede. Ja, wir sind Boomkustics und sind die Akustikabordnung unserer zwölfköpfigen Reggae-Band Boomtown Shakedown aus Münster. Und der Gruß geht raus an alle Heads da draußen und natürlich auch alle anderen. Schön, dass ein paar Leute hier sind. Ein paar bekannte Gesichter, ein paar Leute, die wir noch nicht kennen. Aber fast alles bekannte Gesichter, das ist auch schön. Und ich sage jetzt schon mal Danke für alles, was hier an Technik und so weiter passiert ist. Die haben hier alles für uns hingestellt, das ist natürlich wunderbar. Alright, wir fangen an mit dem Song Circling. Ready! Cause we are circling around.
Wir machen weiter mit dem Song Reconnected to Nature und der Song ist ein ganz prägender Song in meinem Leben auf jeden Fall und wir haben schon solche Aktionen gemacht wie Radtouren und Konzerte draußen. Wir haben in dieser C-Zeit, nenne ich sie mal, uns ja nicht so häufig in der zwölfköpfigen Band treffen können und haben dann so in Teilproben, Teilgruppen gemacht und haben uns dann dafür entschieden, möglichst viel draußen zu proben. Und da bietet sich dann so ein halbakustisches Setting an. Und dann haben wir tatsächlich auch eine einwöchige Radtour gemacht, wo wir mit Gitarre auf dem Rücken durch die Gegend gefahren sind und Musik gemacht haben. Das war wunderschön, machen wir dieses Jahr auch wieder. Und zwar in der Woche vor dem Ruhr Reggae Summer, wo Boomtown Shake dann auch spielt. Ja! Und genau, da fahren wir durch den Niederrhein entlang, so durch den Niederrhein fast, aber so entlang. Und wer da Bock hat, der kann sich immer noch melden. Ja, Kanufahren war eigentlich das Ding, aber so, nee, das ist doch irgendwie zu kompliziert. Und deswegen machen wir da eine Radtour. Und die wird auch wieder heißen Reconnected to Nature Radtour. Ready! I say let's reconnect the road between you.
sing. We Mother Nature. Ooh, it's you and I. We live and live together on planet Earth. Yeah. So we can be sure that we're gonna earn the fruits of our work. We've got to trust in what we love. Let love light be our guide. She's like a hiding star. You got to push the clouds aside. We connected to nature. Because I feel the oneness of every kind of creation. So I open up my soul for the healing. Let's reconnect the road between Earth and civilization. I say let's reconnect the road between humans and Queen Mother Nature. Yes, I am so grateful for the fountains of life that connect me to her. I'm so glad to see you in a drop of water, the whole universe. When I am connected to the ground, listening to familiar sounds, creating some moments of peace of love is what I found. Reconnected to nature. Yes, I feel the oneness of memory. So I open up my soul for the healing of unification. Let's reconnect the road between Earth and civilization. I say let's reconnect the road between humans and free mother nature. Don't ask for the meaning. Listen to the beat of your heart. Share Your Skills, denn Share Your Skills ist ein Song, den haben wir hier letztes Jahr auch einmal gespielt. Und ich habe ja gehofft, dass der auch mit Boomtown in die große Mannschaft kommt, aber bis jetzt noch nicht. Deswegen unbedingt jetzt spielen. Und der handelt davon, dass man die Fähigkeiten, die man hat, am besten mit anderen teilt, indem man zum Beispiel hilft oder vor allen Dingen auch lehrt.
Denn jeder hat so sein eigenes Talent und weiß ganz, ganz bestimmte Dinge, die andere nicht wissen. Und wenn man das teilt, dann verdoppelt sich das Wissen. Und wenn das Wissen sich verdoppelt, das ist immer eine gute Sache. Und dann können wir alle, ja, ganz viele Sachen hinterher. Das wäre doch gut. Aber man muss auch nicht alles können und deswegen kann man auch einfach helfen mit dem, was man kann. Was wir spielen, was auch jeder kennt. Vor allem in die Richtung, ist schön vom Denken her. Ja. With the Roots of Creation.
Cool. Ja, schön, dass du es wahrnimmst. Das ist auf jeden Fall die Intention in dieser Musik, eine positive Message und eine hilfreiche Message zu senden, die vielleicht bei dem einen oder anderen, bei der Musik ist das halt so, ich habe das immer mal wieder erlebt, man guckt raus in die Gesichter und manches, man spielt einen Song und die anderen machen sowieso ihr eigenes Ding draus. Ne? Ich musste gerade rausgehen, damit kann ich Tränen war so schön. Oh. Jetzt kommen wir gleich ins Tränen. Nein, aber ich bin da ehrlich, was weiß ich falsch. Schön. Mich berührt so etwas. Das freut mich sehr. Das ist auch meine Intention. Sehr gut. Sehr gut. Und davon brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Menschen, die diese Intention haben. Aber gute Worte, gell? Ja, ja, Mann. Wir kriegen Revolution of Love. Was? Nein, wir sind natürlich ganz original unjamaikanischer Reggae. Nein, das ist ja krass. Trotzdem schön. Das freut mich. Aus Stichwort, alles fängt bei dir an, oder? Ja, ist egal. Ich unterhalte, wenn wir die Gelegenheit haben, uns mal zu unterhalten mit Leuten, die dir zuhören, dann finde ich das super geil. Seid ihr von Dortmund? Ja. Wenn ich euch also, euer Gespräch kurz unterbrechen darf, wir haben einen passenden Song dafür, und zwar Alles fängt bei dir an. Das ist ganz genau der Song, der zu diesem Thema passt. Alles fängt bei dir an. Alles fällt bei dir an, doch es bleibt nicht bei dir. Es sind Energien, die du produzierst. Sie potenzieren sich mit mir, sag nicht ich, sag nur wir. Es ist dieses eine Leben von mir. So manches Lebewesen hat den Weg aus dem genommen. Stell dir mal vor, da wäre mal eben einer zum Reden gekommen. Silber kommt, stetig benommen, besteht eine Vision zwischen Stahl und Beton. Wir sehen, es kommt noch Händler von, mit keiner mehr hinter, mit keiner geworden. Wir wissen alle, dass das grübelt Schlauch. Es wird noch schlimmer, wenn du untertauchst. Komm mit Teilen ein und Freude auch, weil jeder jemanden zum Reden braucht. Hey! Alles was bei dir anmacht, es bleibt nicht bei dir. Es sind Energien, die du produzierst. Sie potenzieren sich mit mir, sag ich dich, sag nur wie. Es ist dieses eine Leben, was bei dir.
Essen ist Energien, die du produzierst. Sie produzieren sich mit mir, sag nicht ich, sag nur wir. Es ist dieses eine Welt, komm, hab mir jetzt. Alle die Chance, die Welt zu verändern. Ne? Ja, gut, komm, dann machen wir mal so ein Lied, das ein bisschen in ernstere Themen geht tatsächlich. Und zwar heißt das Gegengewicht. Und dabei habe ich mir gedacht, dass ja, wir diese ganze Positivität, die wir haben und auch die gute Intention auch in die Waagschale reinwerfen müssen, damit wir diese Negativität, die es ja auch geben muss in irgendeiner Form, aber wieder ausgleichen, sodass es in eine gewisse Balance wiederkommt. Und deswegen brauchen wir mehr Gegengewicht heutzutage. Ja? Wir brauchen mehr Positivität bei den Leuten. Und so geht das Lied. Oh, 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 oh.
uns in der dunkelsten Stunde ein Blick in die Zeit. Wir werden Herr der Schieflage und wir werfen uns in die Waagschale. Lass uns ein Gegengewicht sein. Denkt daran, macht was mit euren guten Intentionen und mit dem guten Willen, den ihr in euch habt. Und wenn ihr nur anderen zeigt, was ihr so macht und so, ist das schon mal viel gewonnen. Wir müssen auf jeden Fall zusammen dran arbeiten. Ne? Alright. Als nächstes würde ich mal Never Know spielen, denn dieser Song, der ist ursprünglich vom Nick auch. Oder von dir? Vom Nick, ne? Youth Man, falls du es irgendwann mal siehst, danke. Schöner, schöner Song, handelt davon, dass man nie weiß, was morgen kommt. Thank you.
Strahlen oder Leben unter Nachschlag. Wird da jemand sein, der mich weckt und mir sagt, bleib doch noch ein bisschen im Bett. Werd ich morgen vergessen, ist morgen alles vergebens oder der ganze Tag nur ein Fest? Niemand weiß es genau, niemand kann mir heute schon sagen, was morgen passiert, also hör auf zu fragen. Alles, was du tun kannst, ist das Ruder zu nehmen und zu versuchen, es in deine Richtung zu drehen. Auf einmal siehst du, wohin und auch wie, der Weg ist das Ziel, vergiss das nie. Vergiss das nie. Gestern mal so ein bisschen geprobt und uns mal so überlegt, was können wir machen? Eigentlich haben wir uns 14 Stunden eingeschlossen. Seine Beine verhaftet. Welchen haben wir? Ist das so? Ja. Oder hast du mit Zweifel gespielt? Ja, genau, das ist ein Song, den jeder von euch kennt und zwar heißt der Ist das so? Ist das so? Love and treat you right. I will not love you every day and every night.
Vielleicht irgendeiner in dieses Video einschaltet. Wir haben ja heute keine Live-Schalte. Ja, Dortmund-Nordstadt hat kein Internet mehr. Es ist, ne? Yeah! Geil, eigentlich, ne? Endlich, endlich! It's private! Aber finde ich natürlich trotzdem cool, dass ihr die ganze Technik hier aufwart und dass wir hinterher ein Video haben. Also. Vielen, vielen Dank, wirklich. Applaus für die 103! Alright! Soll ich jetzt Räder spielen, ja? Ja, würde ich sagen. Okay. Wir sind ja gerade in Liebe drin. Ich habe auch ein Lied geschrieben. Zu ein ganz besonderes Wesen. Es ist leider nicht mehr auf unserer Erde. Aber in unserem Kosmos, die liebe Greta. Props raus an Greta. Greta! It's gonna be Greta, heißt das Lied. Greta ist ein Hund. Ach so, genau. Nee, es ist unsere Greta. Unsere. Die kam danach erst. Okay. Oh, kommt dem schon nahe, ne? Again, shows us a new way. She's sitting in front of a big wall with a tuffle in her purse. Das ist schon streitend. Das finde ich geil. Ja, Mann! Hey. Ja, Mann! Woohoo! Hey, vielen Dank! Genau, ich versuch's einfach mal, ne? Yeah.
It's gonna be greater, 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 greater. Yeah. It's gonna be greater. It's gonna be greater, 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 greater. Auf diesem Planeten ist zu wissen, niemals allein zu sein. Mit diesem Gefühl baust du eine Rakete, die dich lenkt durch das Licht und den Mondesschein. Du weißt nicht, was dich erwartet, doch hast deine Rakete gestartet. Du fühlst es, es geht gleich los. Ich verspreche es dir, it's gonna be greater. It's gonna be greater, 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 yeah. It's gonna be unseres Sets. Und zwar fangen wir an mit Ganja Gun. Ein Reggae-Band braucht auch ein Ganja-Tune. Und unser Ganja-Tune, das finde ich so geil, das auch von Youthman, Nick, wenn du siehst. Ja, danke. Handelt jetzt nicht davon, dass wir so viel Ganja ohne Ende in dicksten Plantagen haben, sondern das handelt davon, dass alles Ganja alles weg ist. Weg. Und zu wenig. Oh nein, das kennt genau, und das kennen wahrscheinlich auch viel mehr von euch als alles andere. Alright, und das geht so. Zwischen die Lagen, erholt von den nächtlichen Taten. Am nächsten Morgen zu 14:30 Uhr. Meine Mutter hat im
Antwort aus, die ist schon fleißig. Ein zweimal blinzeln, legt in das Bett. Holy shit, die Klamotten sind weg. Die Tür geht auf, ein heller Schein. Wie ein Erzengel kommt meine Mutter herein. Mit meinem Tütchen in ihrer Hand. Ich mach die Augen zu, fällt auf Verdacht. Oh, na, oh, die Ganja, Ganja, Ganja. Oh, na, oh, die Ganja, Ganja, Ganja. Die hat kompliziert, man. Oh, na, oh, die Ganja, 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 Ganja. Sag alles da, was ich will. Die Leute sind happy, die Stimmung ist fett. Premium Frühstück auf Backbaguette. Ein, zwei Paletten vom billigsten Bier. In den Ganja für alle, so dachten wir. Zweiter Tag voll verschnallt aufgewacht. Taschen im Check, große Augen gemacht. Ans Mikroschicht, wie kann das sein? Ich wollte mir doch diesmal nicht sein. Machst du nix, also runter zum Fluss. Da gibt's kammerliges Ganja zum Gammelkurs. Oh, no, oh, die Ganja, 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 Ganja. Oh, no, oh, die Ganja, Ganja. Der Markus hat wieder alles weggeraucht, Alter. Oh, no, oh, die Ganja, 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 Ganja. Vier. Er geht zur Tür zum Malo, kommt dann nicht. Die Bullen kommen rein und sie nageln ihn fest. Sie gehen systematisch das Haus zu durchsuchen. Shit, oh shit, fängt der Typ an zu fluchen. Der Bulle macht die Kellertür auf. Und heraus kommt ein duftender Rauch. Leute, eine Birne ist wohl durchgebrannt. Ist das euer Ernst? Und dann all das Ganja entflammt. Das ist die ganze Einheit high. Mit dem weißen Film ist es vorbei. Alle chillen nach dem Rauch. Jetzt alle! Oh, no, oh, die Ganja, 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 Ganja. Namaste. Markus Gabi, der weiß alles. Ja, natürlich. Ja, würde ich sagen. Namaste. Der Jürgen, der weiß alles. Guck mal. Der nickt ab, dann ist gut. War schon jemand von euch in Indien? In Indien? Ne? Ganz kurz. Ich war auf einer sehr unschönen Reise in Indien. Oh, okay. Beim zweiten Mal, da war ich nochmal in Indien, da habe ich mir den halben Koffer mit Toastbrot vom Aldi zugelegt.
weil ich beim ersten Mal so viel kotzen musste. Aber da können ja Indien nichts für, sondern vor allem Indien. Der war wahrscheinlich ein bisschen zu krass gewürzt für dich, oder? Oder war einfach. Okay. Hab versucht, nur einen reinzuwerfen. Alles klar. Der nächste Song ist tatsächlich eine Weltpremiere. Eine Weltpremiere auf einer Bühne. Und zwar ist es ja so gewesen, dass wir schon im letzten Jahr Weltpremieren hier gespielt haben. Und das wird jetzt die Bühne für unsere Weltpremiere. Und zwar heißt dieses Lied Zuhause. Und es ist inspiriert davon, dass man ja irgendwie immer auf einer Reise ist, aber irgendwie seitdem ich bei Boomtown Shakedown bin, fühle ich mich angekommen bei so einem verrückten Haufen, wo ich erstmal dachte, boah, sind die alle fertig? Und irgendwie, aber sind Alter! doch, die sind doch irgendwie geil. Und dann so ein Kasi, der hey! Kasi! Kasi Wabi, der irgendwie dann an uns dran hing und uns nicht mehr losgelassen hat. Und und dann sind wir bei Boomtown Shakedown gelandet. Und irgendwie war das plötzlich das hat einen Moment gedauert, das zu verarbeiten, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich fühle mich angekommen. Dankeschön. Aber wie geht jetzt der Song nochmal? Ah ja, okay.
tief in mir ruhen, nehm ich wahr, wie es passiert. Gelungene Taten vor dem Tor, noch ein Passspiel. Gedacht macht verrückt, doch gemacht führt zum Ziel. Halt den Dämon in Schach, denn gewinnen wirst du nie. Ist der letzte Song tatsächlich? Und zwar. Stimme haben wir schon voll. Haben wir Stunde voll? Genug gearbeitet, ne? Wir haben noch keine Zeit. Genau, wir haben noch keine Zeit. Wir müssen nämlich noch. Ne, wir müssen gar nicht. Also diese Zeit, ne? Ist unser Geschäft. One, two, three, four. Und mich einfach nur auszuruhen. Diese Zeit ist mein Geschenk. Ich versuch sie nicht und werf sie nicht weg. Diese Zeit ist mein Geschenk. Es liegt an mir, ich mach sie perfekt. Diese Zeit ist mein Geschenk. Ich lass mich nicht stressen und lass mich nicht.
Diese Zeit ist mein Geschenk. Ich darf damit machen, was mir gefällt. Sag mal, seit wann ist es denn über alle Dinge macht nur zu beschweren, sich drüber auf die Regen dagegen zu wehren. Das Schönste scheint einfach anzunehmen. Unsere Zeit ist uns gegeben und doch lange nur, sie würde uns fehlen. Und deshalb gibt es dieses Lied. Wir haben es verdient, weil sie uns recht geschieht. Diese Zeit ist mein Geschenk. Heute Abend. Wir danken euch herzlich, dass ihr es möglich gemacht habt und dass ihr da wart. Hey, wer braucht 10.000, wenn er 5 solche haben? Dankeschön. Alright, ja, ich glaube, hier geht gleich aber auch noch offene Bühne. Können wir uns gleich hier aufbauen, oder? Ich bin nach Hause. Ja, gucken wir mal. Wir finden eine Lösung und ja, jetzt danke. Was zu singen. Versucht den Vibe zu kriegen. Versucht die Luft in den Song zu bringen. Ich schau euch an. Versuche hier das zu tun.
was ich tief in meinem Herzen möchte, ist einfach nur singen. Den Leuten etwas zu geben. Einfach dran.